Standseilbahn zuerst, ganz klar. Du spinnst, wir fahren natürlich die Schwebebahn zuerst. Quatsch, die Standseilbahn ist viel cooler. Und ich kann dir auch genau sagen, warum. Na, da bin ich ja mal gespannt. Die Standseilbahn ist schon mal viel älter. Die wurde nämlich 1895, also vor über 120 Jahren, eröffnet. Die Schwebebahn aber erst 1901. Das sind 6 Jahre später. Außerdem ist die Standseilbahn auch noch viel länger, nämlich 547 Meter. Die Schwebebahn fährt aber nur eine Strecke von 256 Meter. Man hat also in der Standseilbahn doppelt so viel Fahrspaß. Und dann ist sie auch noch viel schneller und fährt 18 Kilometer pro Stunde und nicht nur lahme 6 km/h wie die Schwebebahn. Und in der Mitte der Strecke treffen sich die Berg- und die Talbahn an einer Weiche. Und weißt du was? Die funktioniert sogar ganz ohne bewegliche Teile. Die Standseilbahn ist älter, länger, schneller und cooler. Und darum fahren wir die jetzt als erstes. Dein ganzer Technikkram ist doch völlig egal. Jetzt sag ich dir mal, was wirklich wichtig ist. Die Schwebebahn ist schon deshalb viel cooler, weil sie die älteste Bergschwebebahn der Welt ist und ihre Hängetechnik so besonders ist, dass es nirgendwo auf der Erde was Ähnliches gibt. Und das kannst du dir sogar selber angucken. An der oberen Station gibt es nämlich eine Ausstellung dazu. Da kann man sich über die Geschichte und die Technik informieren und sogar den Maschinenraum sehen mit Originalteilen von 1901. Außerdem hat man oben vom Schwebebahnturm auch eine super Aussicht über ganz Dresden. Und es gibt sogar noch ein kleines Café zum Pause machen und so. Dein ganzer Technikkram ist also egal. Die Schwebebahn ist nämlich was ganz Besonderes. Und der Ausblick von oben unschlagbar. So, und deshalb fahren wir die jetzt zuerst. Nein, das machen wir nicht. Wir fahren Standseilbahn. Schwebebahn. Nein, die Standseilbahn. Schwebebahn. Kinder, streitet euch doch nicht über sowas. Genau. Hört auf eure Großmutter. Beide Bahnen sind gut, jede auf ihre Weise. Aber die Schwebebahn. Es reicht jetzt, Laura. Lasst uns endlich zur Standseilbahn gehen und auf den Weißen Hirsch fahren. Standseilbahn? Wollten wir nicht mit der Schwebebahn fahren? Wieso? Standseilbahn ist viel romantischer. Außerdem gibt's die schon länger. Die Schwebebahn hängt frei in der Luft. Das ist doch was ganz anderes. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Ich kann mit der Schwebebahn. Die Dresdner Bergbahnen. Eine besser als die andere. Überzeugen Sie sich selbst.